Man fährt morgens nichts an zur Arbeit und da steht ein Mann mitten auf der Autobahnauffahrt. Offenbar mit einer 4,7 auf der Richterskala. Keine Ahnung, was mit dem los war. Die Polizei war ja direkt da und hat ihn verscheucht. Dennoch hatte der einen krassen Seegang. Hätte sonst was passieren können. Hattet ihr den gesehen bei der Dunkelheit? Ich hatte ihn nur durch die Lichtreflexionen gesehen, so dunkel wie der angezogen war. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre. Ach, ein Fahrrad. Ja, da pressen wir uns mal wie eine Presswurst durch. Quetsch! Ist zwar selten geworden, aber sie gibt's noch, die Geisterfahrer. Rot? Wofür steht das? Keine Ahnung, ich bin farbenblind. Aber dann nicht die Eier haben und über die nächste rote Ampel fahren. Da bleibt man auf einmal stehen. Keine Eier. Auch Mofa-Fahrer haben den Sinn einer roten Ampel nicht verstanden. Vielleicht ist sein Visier kaputt. Da warten wir, bis das Auto vorbei ist und fahren über Rot. In der Zeit hätte er schon die Ampel betätigen können und wäre schon längst drüber. Oh Mann. Ja, Leute, was soll ich euch hier sagen? Ich meine, Radfahrer und Jogger, scheiß drauf über Rot. Oh Mann. Was soll ich noch dazu sagen? Diese Situation hatte ich tatsächlich noch nicht. Mitten auf dem Gehweg und auch auf dem Fahrradweg muss der mit seinem riesen Potenzersatz, weil er hatte kleine Pipi, mitten hier drauf stehen. Oh Mann. Hier bei diesem Beispiel bin ich definitiv dafür, dass die E-Rollerfahrer auch einen Führerschein machen. Weil wäre das Auto ein bisschen schneller da gewesen, der Bus mit dem Anhänger, dann hätte es gescheppert. Rechts vor links kennt man scheinbar auch nicht mehr. Aus der Fahrschule raus und da vergisst man alle Verkehrsregeln. Wieso muss man unbedingt nebeneinander fahren? Naja, sie hat meinen Spiegel getroffen und ich habe ihr mit dem Spiegel einen auf die Hand gegeben. Von rechts vor links hat der scheinbar noch nie was gehört, aber immerhin hat er sich entschuldigt. Von der anderen Seite kommen zwei Fahrradfahrer an. Dort ist eine Bedarfsampel, die man drücken muss. Erst dann wird sie aktiviert, aber scheinbar dauert es den Zweien zu lange. Da wird einfach über Rot geballert, aber hier an der Ampel auf Rot warten, keine Eier. Ja, die Bedarfsampel wird gerade rot. Gut, dass ich gezögert habe, ansonsten, siehe da, es hätte fast gescheppert. Kommt es mir nur so vor oder sind gefühlt wirklich alle Fahrradfahrer farbenblind? Naja, an der zweiten Ampel war auch rot, da wollte sie nicht über die große Kreuzung, hab sie darauf angesprochen, da wird man erstmal blöd und frech von der Seite, dann blöd angemacht und dann hier nochmal ein schöner zweiter Clip.